herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Falls du mich noch nicht kennst, hey, ich bin Laura und ich heiße dich ganz herzlich willkommen auf diesem Kanal. Ja Leute, heute ist Dienstag, heißt, heute ist mein freier Tag. Und ich wollte euch heute einfach mal ein bisschen mitnehmen. Was wir nämlich heute so machen werden, ist, wir werden, also mein Freund, der Bashir, der kocht gerade so eine Art Tagine, bloß im Topf, da wir keine richtige Tagine da haben. Und das wollte ich euch gleich auch mal zeigen, mit Kartoffeln und Hähnchen und so. Und das werden wir jetzt gleich zum Mittag, au, Diego hat mir in den Fuß gebissen, zum Mittag essen. Ja, und irgendwie ist meine Nase gerade komplett zu, ich weiß nicht warum. Ja, und dann wird er auch heute noch ein bisschen Probe haben für eine neue Show, die gerade ansteht wird. In der Zeit werde ich dann einfach an mich an den Pool legen mal wieder. Ich habe auch hier schon mein Bikini an, mit so Flamingos. Der ist übrigens von Zaful. Und, ja. Dann werden wir heute Mittag auch noch in den Marjan fahren, in den marokkanischen Supermarkt. Ich würde nämlich gerne heute so einen türkischen Reis kochen, Pilaf heißt der. Den muss man halt so mit Butter braten und so, also richtig geil, ich freue mich da sowas von drauf. Also das gibt es auf jeden Fall heute Abend. Und dann würde ich sagen, ich nehme euch wie gesagt einfach ein bisschen mit. Ich hoffe, ihr bleibt dran und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Und ja, ich zeige euch nochmal kurz Diego, aber der spielt gerade richtig viel. Diego! Okay Leute, dann wünsche ich euch viel Spaß! Das ist jetzt alles so ein bisschen provisorisch aufgebaut, sieht doch nicht so schön aus, aber das ist der... Oh shit, oh scheiße. Das ist auf jeden Fall der Inhalt, also ich glaube, da hat er Karotten reingemacht, Hähnchenfleisch, wie gesagt, Kartoffeln und das brutzelt jetzt so vor sich hin. So Leute, ich laufe jetzt gerade nach unten an den Pool. Ich muss noch mal ganz kurz in den Minimarkt. Ich brauche unbedingt eine Nagelfeile, ich habe nämlich keine mehr. Der zwei. Schauen wir mal, ob die deine haben. Ich hoffe. Ja, dann gehen wir mal zusammen dahin, ne? Also Leute, heute habe ich unglaublich Glück mit dem Wetter, weil die letzten Wochen, oder eher gesagt, die letzte Woche war so scheiß Wetter. Nur Nebel hier, bewölkt alles und jetzt ist es so schön warm. Jetzt gehe ich mal in den Minimarkt. Hallo. Ich habe eine Nagelfeile. Wuhu. 1 Euro sogar nur. Schaut mal, hier müsste ich mich auch mal wieder hinschillen. Ich liebe es hier. Aber wir laufen jetzt mal in den Pool. So, Leute, ich liege jetzt hier. Oh Mann, ich muss jetzt erstmal hier mein Tattoo nochmal gescheit abdecken, weil ich darf ja noch nicht in die Sonne. Keine Ahnung, wie ich das jetzt machen soll. Tada! Ich denke, ich schlafe jetzt hier sogar eine Stunde oder so. Ich bin richtig müde. Und, Leute, das ist übrigens momentan meine Lieblingssonnencreme von Hawaiian Tropic, die Sonnencreme, ich liebe die. Und Öl benutze ich eigentlich immer das hier vom DM, Sundance, sieht auch schon so aus wie 1000 Jahre gebraucht. I'm hoping what I said could make you change your mind, though it doesn't really matter when my hands are tied, I'm trying to walk across the bridges that I've burned. My only way to you is gone, the tide has turned. So give me a light, show me what I need. I know I'm blind, but I... So Leute, ich habe mir, als ich in Deutschland war, noch hier so Fake AirPods gekauft. Oder AirPods, wie die auch immer heißen. Weil, ja, ich habe es nicht angesehen, für so Dinger so 180 Euro auszugeben. Deswegen habe ich mir so eine Fake-Variante davon im Internet bestellt. Ich glaube, die heißen irgendwie E12 Kopfhörer, keine Ahnung. Die sind so gut. Und jetzt merke ich es halt auch erst, dass ohne Kabel es einfach so viel geiler ist.
Ihr könnt überall hinlaufen, halt euer Handy halt mitnehmen und ihr verheddert euch irgendwie nicht da drin. Es ist sehr, sehr praktisch, kann ich auf jeden Fall sagen. Und jetzt auch am Pool, das ist so gechillt. Ja, mega cool. Jetzt höre ich mal weiter Mucke. Ja, Leute, ich arbeite hier im Kinderclub, ne? Das wisst ihr ja. Und ich muss mich hier immer so ein bisschen verstecken am Pool, da sonst die ganzen Kinder mal zu mir kommen. Und ja, freier Tag ist ja der freie Tag, deswegen muss ich da immer ein bisschen aufpassen. Deswegen immer Sonnenbrille dabei und verstecken. So ist das Leben hier als Animateur. So, Freunde, ich warte jetzt hier noch auf meinen Freund. Ist jetzt übrigens jetzt gerade noch hier im Garten. Ich hoffe, der kommt gleich. Ich habe jetzt schon Hunger aufs Abendessen. So, Leute, ich bin jetzt wieder im Zimmer. Und ja, ich habe jetzt gerade noch die Nägel lackiert. Ich konnte mich nicht entscheiden, deswegen habe ich alle Pastellfarben genommen, die ich hatte. Und so sehen meine Nägel dann jetzt aus. Aber es sieht richtig cool aus. Ja, und jetzt gehen wir auf jeden Fall in Marjan und kaufen Sachen für den Reis ein und noch ein paar Chips und sowas, was wir halt noch essen können. Ja, dann nehme ich euch jetzt auch mal mit. Hey, Jay. Sorry. Das ist unscharf. Na jetzt. Wir gehen jetzt, ja. Kitty, komm. Ja, ich komm. So, schaut mal, Leute, es war ja hier Laid, also das Hammelsfest. Heißt es Hammelsfest? Ja, gell? Und hier standen die ganzen Schafe schon eine Woche lang rum oder so. Jetzt bauen die das zum Glück alles wieder ab hier. Ja, und jetzt gehen wir da hinten mal in den Planet Sport kurz. Da gibt es nämlich öfter mal schöne Angebote von Sportklamotten oder Schuhen. Und danach hier in den Marjan. Ich finde es immer so krass, wie viel teuer Fußball-T-Shirts sind. Aber es ist auch 40% runtergesetzt hier. Oh mein Gott. Das ist auch schön. So, Leute, dafür, dass Laid dabei gestern war, ist hier gar nichts los im Marjan. Ich dachte ohne Scheiß, dass die Hölle hier los wäre. Aber es ist schön leer. Ist gut. Weil der gute Herr da hinten sonst weint, muss ich ihm jetzt Knete mitnehmen. Ey, wenn der als Autos oder Knete sieht, ne? Ja, dann muss ich das eben kaufen, sonst wird er traurig. Was will er jetzt haben? Was willst du jetzt echt haben? Oh nee. Oha. Ich bin immer noch ein Kind. Ja, ich weiß. Oh! So, Leute, Kitty ist ja ein richtiger Dieb, ne? Und immer wenn wir zum Beispiel kochen und das Essen oben stehen lassen auf unserer, wie heißt das, einfach auf unserem Schrank, dann springt die da hoch und will immer Essen klauen. Ich glaube, wir kaufen jetzt einfach hier so eine Pistole. Und immer wenn wir dann im Bett liegen und Kitty versucht was zu klauen, dann schießen wir die ab. Guter Plan. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob euer Freund oder falls ihr in einer Beziehung seid, euer Freund auch so abgefahren nach Kinderspielzeugen ist, so nach Autos, Alter. Okay, Leute, jetzt werde ich abgeschossen, weil es tut nicht weh, nur dass ihr es wisst. Ah! Voll auf mein Tattoo! Toll. Also keine Panik, es tut nicht weh. Au! Alles so gut. Schau!
Ah, das tut aber doch weh. So, das sind jetzt die Sachen, die wir für den Reis gekauft haben. Wir haben hier so Langkornreis gekauft. Da haben wir so Gemüsebrühe-Dinge gekauft. In denen müssen wir dann den Reis kochen, also mit Wasser halt noch. Dann haben wir auch noch Oregano gekauft, Olivenöl, Butter auf jeden Fall super wichtig. Und Walnüsse dann auch, die wir noch zerkleinern werden. Was ist das noch? Ah ja, Knobi noch. Wir haben hier auch noch zwei mega schöne Teller gekauft für einfach nur 80 Cent. Richtig schön, so babyblau. Ja. So, während der Reis jetzt kocht, der muss jetzt 20 Minuten kochen, spielen wir noch ein bisschen Mario auf der Nintendo Switch. Yeah. Habt ihr eine Nintendo Switch? Wenn ja, welche Spiele spielt ihr da am liebsten? About to leave. Already packing. Come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be. Life with no distractions. So Leute, so sieht der Reis jetzt schon mal aus. Mega lecker und es schmeckt so gut. Der muss nur noch, der ist noch ein bisschen zu feucht, der muss noch ein bisschen trockener werden. Ich lasse ihn jetzt auch ein bisschen anbraten. Need a little sweetness in my life. Sugar. Yes, please. So Leute, Moment, ich muss die Musik mal leiser machen. Also, ich würde sagen, ich beende den Vlog dann auch hiermit. Und falls ihr euch übrigens fragt, wir arbeiten ja im Hotel und wieso wäre ich immer im Zimmer essen und so. Es ist halt die Sache, wenn wir 24/7 ungefähr circa mit Gästen zu tun haben, dann sind wir halt auch mal ganz froh am freien Tag für uns selbst zu sein und halt im Zimmer zu kochen. Deswegen haben wir uns auch eine Herdplatte und so angelegt. That's why, das ist der Grund, warum wir auch immer im Zimmer futtern. Und ja, gleich kommt die Easy noch und wir spielen noch mal eine Runde Mario. Wir sind richtig, richtig krass dabei. Genau. Ja. Ich wünsche euch dann noch einen schönen Abend und hier kommt ihr zu meinem letzten Video. Und da könnt ihr mich sehr gerne kostenlos abonnieren. Und Leute, ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr mir mal Video-Ideen oder Videothemen oder was weiß ich in die Kommentare schreiben könntet. Das wäre sehr, sehr cool. Genau. In einem Monat bin ich auch schon wieder in Deutschland. Das ist so krass. Naja, bis dann, Leute. Tschüss.